Heute inkognito bei Da wird mir übel. Anastasia Zamponidis. Und Wolfgang Trepper in geheimer Mission. Wir decken Abzocktricks deutscher Handwerker auf. Wir haben uns mal angeguckt, wie sie das reparieren. Und warum landen so viele Elektrogeräte so früh auf dem Müll? Als würde die Industrie das absichtlich hindrehen, dass die Dinger kaputt gehen müssen. Das ist ein großes Unrecht, was da gemacht wird. Die Industrie fördert gezielt unsere Wegwerfgesellschaft. Wir klären die Kunden eines Elektromarktes auf, solange man uns lässt. Das ist Privatgrundstück. Kamera aus. Willkommen zu Da wird mir übel. Von mir auch. Ich bin sofort für Sie da. Verdammt! Mann! Ich muss es schaffen, bevor Wolfgang kommt. Jetzt ist er total sauer auf mich. Was machst du denn da? Die Tür versuche ich aufzumachen. Nee, ne? Jetzt versuche ich mit einer Haarnadel. Aber es geht nicht. Das ist kein Problem. Wir reden das jetzt nicht. Was hast du denn da gemacht? Der Schlüssel steckt von innen. Die Tür ist total schnell zugeklappt. Ja, ich hab da kannst Post du nichts holen. Es war total windig. Natürlich. Und natürlich. Der Wetter ist schuld. Wer sonst? Da müssen wir einen Schlüsseldienst anrufen. Nutzt ja nichts. Obwohl, das ist ja auch immer so eine Sache da, ne? Wieso? Ja, hast du noch nie gehört? Die haben ja nicht gerade den besten Ruf. Was schlechter meinst? Service, teuer. Unheimlich teuer sogar. Ach Quatsch. Und, das muss ja nicht immer so sein. Das ist vielleicht eine Ausnahme gewesen. Das kann doch auch gut gehen. Aber das wäre doch auch ein super Thema für eine neue Sendung, oder? Abzocke bei Reparaturen. Aber gib mal ein, Köln. Das ist eine gute Idee, dann ist er schneller da. Rund um die Uhr, 24 Stunden, 365 Tage. Da rufe ich an. Ja, da werden sich die Bäckerburschen aber bezahlen lassen. Hier. Meinst du? Ja. Apropos bezahlen. Das geht auf deinen Deckel. Schlüsseldienst. Guten Tag, mein Name ist Zamponidis Anastasia. Mit wem spreche ich? Schlüsseldienst. Der Mann will meine Adresse und nennt einen happigen Preis von 159 Euro fürs Türöffnen. So, jetzt bin ich gespannt, wie lange er braucht. Werden wir ja sehen. Wäre das nicht eine gute Idee, wenn wir das alles mal mit versteckter Kamera aufnehmen? Das ist ja geil. Dann können wir danach analysieren, ob alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Mach du schon mal das Türschild ab. Stimmt, muss ja keiner wissen, was wir machen. Und die Kamera kommt unauffällig in den Gepäckträger. Hier ist die Knopfkamera. Ja, die brauche ich aber noch hier. So, jetzt hilf mir mal. Das ist echt schwieriger, als eine Krawatte zu binden. So, kurzer Kameratest. Hallo, funktioniert es? Ja. Naja, dann kann der Bursche kommen. Ja, und jetzt beginnt das große Warten. Wahrscheinlich heißt der Laden 24 Stunden Notdienst, weil er erst nach 24 Stunden kommt. Wie kann man so doof sein und den Schlüssel da drin lassen? Da komm ich nicht drüber weg. Psst, ich hör was. Geschlagene 2 Stunden nach meinem Anruf. Ja, das ist er. Hier kommt deine Rettung. Ja, das ist die Tür. Da steckt der Schlüssel auf der anderen Seite. Guten Tag. Ich brauche einen Ausweis, bitte. Ausweis. Ist das schwieriger, wenn ihr nach außen geht? Natürlich. So, das füllen wir dann hier aus. Also abgeschlossen ist er nicht. Und bei einer normalen Tür, wenn das jetzt nicht so kompliziert ist, ist es 159 Euro. Genau. Plus Anfahrt oder ist es schon da drin? Ja, 39 sind das. Ja, ne? Oh, jetzt kommt der OP-Koffer. Ja. Also kann das denn jetzt viel teurer werden? Vielleicht sollten Sie uns das vorher sagen. Ich gucke und dann sage ich Ihnen, ob das mehr werden kann. Mann, Mann, Mann. Und er hustete und pustete und blies die Tür tatsächlich auf. Das war alles? Das gibt's doch nicht. Na, dann suche ich mal nach Anastasias Portemonnaie. Tür nicht zufallen lassen, ja? Du bleibst ja drin. Ja, das sagst du. Das liegt da vorne. So, ich glaube, so viel Cash kriegen wir gerade noch zusammen. Machen Sie nur Cash oder ginge auch Rechnung? Oder EC. Oder EC, ah, okay. Bar oder EC. Ja.
Ach, Rechnung machen sie gar nicht. Nee, bei Notdienst nicht. Echt? Geht das nicht? Nein, das macht keiner. Auch wenn man sofort bezahlt, muss eine Rechnung als Beleg ausgestellt werden. Also 120, 30, ja. 40, 50, brauchen noch 9 Euro. Das sind 235, 62, ne? Ach so. 159 war das, plus Kfz-Kosten, also 159 plus 39 plus Steuern. So viel für einmal Tür zu hauen, ey. Teurer als angekündigt. Und so schlüsselt sich das auf. 159 Euro Standardsatz plus 39 Euro für die Anfahrt plus 19% Mehrwertsteuer macht stolze 235,62 Euro für 2 Minuten Arbeit. Dann nehmen Sie von meinem Assistenten, ja? Wolfgang Trepper. Mann. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder drin. Ja, also toll gemacht. Schönen Dank für den herrlichen Vormittag. Der uns nicht nur Lebenszeit, sondern auch eine ganze Stange Geld gekostet hat. Dafür, dass der Dünnes ungefähr 2 Minuten arbeiten musste. Also ich werde mich mal bei der Verbraucherzentrale schlau machen. Da gehe ich jetzt mal hin und frage, woran man so unseriöse Schlüsseldienste und solche Sachen erkennt. Tschüss. Ich schaue mal im Internet nach, ob es irgendwelche Foren gibt, wo sich Verbraucher beschweren. Da bedankt sich dein Assistent aber sehr. Ja, bitte, gern geschehen. Manchmal habe ich den Verdacht, dass sich da jeder Handwerker seinen Preis selber macht. Und auch in den Foren gibt's Beschwerden. Fette Überschrift Handwerkerbetrug? Fragezeichen. Hier schreibt jemand in einem Forum, sind 1000 Euro für 6 Stunden Arbeit nicht viel zu viel? Das sind über 165 Euro die Stunde. An Material wurde wohl außer dünnen Latten und Klammern nichts verwendet. Ja, das klingt nach einer sehr überteuerten Rechnung. Also wenn Wolfgang bei der Verbraucherzentrale ist und sich dort informieren lässt, werde ich mich einfach mal mit ein paar Opfern treffen. Vielleicht komme ich so ein paar besonders fiesen Tricks auf die Spur. Mit einer Geschädigten aus dem Handwerkerforum habe ich direkt einen Termin vereinbart. Und ich werde für mein Erscheinen schon mal keine teure Anfahrtspauschale berechnen. Frau May? Ja. Guten Tag, ich bin Anastasia Zamfonidis. Wir haben telefoniert. Ja, kommen Sie bitte rein. Gerne, danke schön. So, Sie haben mir ja erzählt, dass es sich um eine Treppe handelt. Mhm, das ist das gute Stück. Eher ein Treppenwitz, bei dem alles aus den Fugen geraten ist. Ja, wir haben damals im Sinne eines Ausbaus oben einen Schreiner beauftragt, hier eine Treppe hochzubauen. Er wollte von Anfang an 4.000 Euro Vorkasse. Und fand ich auch in Ordnung. Heutzutage ist die Zahlungsmoral ja auch nicht mehr so, dass sie das nehmen. Habe ich dann gemacht und dann habe ich insgesamt ein halbes Jahr gewartet. Ein halbes Jahr, bevor irgendwas passiert ist? Ja, ich habe mehrfach angerufen und gefragt, wie sieht's aus, wann kommt die Treppe. Dann kamen die typischen Ausreden. Ein Geselle ist krank oder eine Maschine ist kaputt. Sie wären aber dran und ich könnte damit rechnen, dass die Treppe demnächst kommt. Und nach einem halben Jahr war mir das wirklich zu lang und ich dachte schon, der ist jetzt mit dem ganzen Geld auf und davon. Ich sehe weder das Geld noch die Treppe. Und habe einen Anwalt eingeschaltet, der hat dann einen Brief geschrieben. Mhm. Und dann hat es noch mal 4 Wochen gedauert und dann kam der Anruf, Sie kriegen Ihre Treppe. Wow. Ja. Okay, also dann wurde hier gearbeitet? Ja, dann war die Treppe dann endlich drin und ich war auch anfangs glücklich und zufrieden, bis der Winter kam. Da merkte ich nämlich, dass diese Fugen hier überall viel zu hoch sind und dass es hier richtig durchpfeift. Und das kann die Frau May mit einem ganz einfachen Experiment demonstrieren. Ein paar übliche Karteikarten und schon kann das Spiel beginnen. Ja, hier kommt schon was an. Ist ja unglaublich. Es ist sehr, sehr zugig im Winter. Und was stimmte noch nicht? Hier der Tritt ist stellenweise locker. Ums. Oh. Wir haben von hinten provisorisch ein paar Nägel eingeschlagen, damit das nicht mehr zu verschieben ist. Aber es ist so, dass wir wirklich überlegen, diese Treppe rauszureißen und eine ganz neue zu machen. Hinzu kommt noch, dass wenn wir hier abends rauf und runter gehen, sich die Nachbarn beschweren, die knarrt so dermaßen. Und
Wir haben dann einen Schreinermeister gefragt, hier aus dem Ort, der sagte uns dann, die ist falsch gelagert, die muss entknarrt werden. Das ist schon möglich. Das ist möglich. Dass eine Holztreppe stiller ist quasi. Ja. Das ist wirklich bei jedem Schritt knarrt die. Und die Nachbarn unten im Erdgeschoss, die beschweren sich, wenn ich nachts auf Toilette gehe. Das ist sehr ärgerlich. Und sonst, sollte auch die Treppe so sein, wie sie geworden ist? Jetzt von der Form? Ich habe mich damals darauf verlassen, dass er weiß, was er tut. Mhm. Und dass er eine Treppe konstruiert, die auch so den alltäglichen Gegebenheiten irgendwie zunutze kommt. Aber wir haben das Problem, wir kommen mit keinem großen Möbelstück außen raus. Sie hätte eigentlich etwas steiler konstruiert werden müssen mit einem Plateau und dann gewinkelt werden, weil wir kommen hier von außen nicht mehr um die Ecke. Wir haben lauter kleine Möbel, kleine Vitrinchen, kleine zarte Möbelchen, weil hier nichts Großes durchgeht. Ein Puppenhaus oder spartanisch eingerichtet, zwangsläufig. Ja. Musste. Das heißt, wie fühlen Sie sich nach dieser Arbeit jetzt? Was haben Sie, also... Es ist sehr, sehr traurig, weil insgesamt hat die Treppe mit Lochsägen 8.000 Euro gekostet. Ah, ja, Sie erzählen das jetzt so nüchtern, aber sie war mit Sicherheit anfangs sehr wütend. Ist richtig stinkend wütend. Klagen wollte Frau Mai nicht. Nach dem ganzen Ärger hatte sie keine Lust auf noch mehr Ärger. Obwohl die Aussicht auf Erfolg, zumindest auf Minderung der Kosten für die Treppe, nicht schlecht gestanden hätte. Aber nun ist es zu spät. Aber wie kann man sich vor solcher Schlamperei und Abzocke schützen? So, 235,62 Euro habe ich abgedrückt für den Schlüsseldienst. Mit meinem Geld bezahlt. Und jetzt will ich wissen, ob die Rechnung überhaupt rechtens ist. Und da frage ich bei der Verbraucherzentrale nach. Da habe ich mit Frau Rehberg verabredet. Und die kann mir sagen, ob das überhaupt in Ordnung ist. Die Mitarbeiter hier wissen genau, ab welchem Rechnungspreis es sich um Wucher handelt. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich habe hier eine Rechnung vom Schlüsseldienst, den wir brauchten. Mhm. Und da wollte ich Sie mal fragen, ob das alles in Ordnung ist. 159 Euro hat er am Telefon gesagt, würde er nehmen. Mhm. Dann kam noch eine Fahrtkostenpauschale dazu, anderer Krempel. Insgesamt habe ich 235,62 Euro bezahlt. Und der hat 3 Minuten und ein paar Gequetschte an der Tür gefummelt. Also was sicherlich nicht in Ordnung ist, wenn man 159 Euro vereinbart, dann heißt das inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, ich kann die nachher nicht darauf berechnen. Ja. Genau, das ist nicht in Ordnung. Ansonsten ist natürlich die Frage, hier steht Öffnungspauschale. Wenn nur die Türöffnung vereinbart war, kommt die Fahrzeit hinzu. Ist natürlich auch immer die Frage, in welcher Größenordnung, also nur die Anfahrt konkret berechnet oder eine Pauschale. Pauschale nur, wenn man das vorher abgesprochen hat. Okay. Die Frage ist ja immer, man hätte ja nur einen Anspruch, jetzt überhaupt nicht zu zahlen, wenn es denn Wucher wäre oder nur den berechtigten Teil. Das ist hier, würde ich sagen, noch ein Grenzfall. Die Rechnung ist überteuert. Das ja. Aber wenn sie sich nicht über 400 Euro beläuft, muss man meistens zahlen. Die schwarzen Schafe beim Schlüsseldienst, sind die häufiger als in anderen Bereichen? Also wir haben, wenn, viel Ärger mit Schlüsseldiensten. Da kommen schon erheblich viele Verbraucher, die sich beschweren über zu hohe Rechnungen. Was ist die höchste Rechnung, die Sie je gekriegt haben? Naja, also es können schon mal 600 bis 800 Euro sein für eine Türöffnung. Für eine ganz normale Haustür? Ja, ist vielleicht noch ein bisschen mit eingebaut worden, Schloss, aber trotzdem sind sie teilweise viel zu hoch. Und dann hat man auch gute Chancen, dass man Geld wiederbekommt bzw. nicht alles zahlen muss. Woran kann ich denn erkennen, wenn ich einen Schlüsseldienst geholt habe oder bevor ich ihn hole vielleicht schon, wer ist seriös und wer ist, sagen wir mal, weniger seriös? Also man sollte auf jeden Fall nicht den Erstbesten nehmen, nicht unbedingt die im Branchenbuch ganz groß werben unter AAA oder so, sondern erstmal gucken, wer ist in meiner Nähe, dann anrufen und fragen, woher kommen Sie und natürlich am besten auch tatsächlich einen Festpreis vereinbaren und fragen, wie teuer wird das, was kostet die Anfahrt und eigentlich auch noch Preise vergleichen. Die Zeit wird ja in der Regel sein, dass ich mehrere anrufen kann. Und gibt es andere Merkmale, woran man das erkennen kann, wenn er schon da ist? Wenn er schon da ist, sollte man sich natürlich auch erklären lassen, was er macht. Es ist ja nicht immer nötig, dass gleich das Schloss ausgewechselt wird, sondern dann auch immer nachfragen, warum muss das jetzt sein. Manchmal lässt sich das ja auch mit einfachen Mitteln öffnen. Gibt es noch andere Branchen im handwerklichen Bereich, wo Sie sagen, also da muss man aber auch wirklich zweimal hingucken? Bei Notdiensten, manchmal auch im Klempnereibereich. Dann, wenn Spezialwerkzeuge zum Einsatz kommen, ist auch immer die Frage, ist das nötig? Auch da gibt es sicherlich mal ein schwarzes Schaf. Okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Sie haben mir geholfen. Gut. Herzlichen Dank. Gerne. So, hier und da ein schwarzes Schaf. Das muss überprüft werden. Wie sicher ist man vor Handwerkerabzocke? Das wollen Anastasia und ich testen. Wir nehmen den Bereich Sanitär unter die Lupe. Einmal werden wir noch wach
dann ist Handwerker-Destertag. Wir drehen mit versteckter Kamera und werden auch unser Äußeres verfremden. Mit Unterstützung von Maskenbildnerin Susanne. Ist das echt Haar? Ja. Echt? Ja, klar. Echt, echt Haar. Wir haben heute ja auch eine echt haarige Mission. Hallo, hallo, Wolle? Ja. Was ist das? Versteckst du dich vor mir? Nein. So. Wie siehst du denn aus? Ich wusste gar nicht, dass wir Besuch bekommen. Ich dachte, hallo. Wir testen heute Handwerker. Das ist Susanne Witt, das ist Anastasia und das ist eine Maskenbildnerin und die wird dich ein bisschen herrichten, weil sonst erkennt dich jeder. Wenn wir gleich Handwerker testen, die haben dich schon mal im Fernsehen gesehen, sofort Essig, weißt du, sind sie nett und freundlich mit dir. Spitzenidee. Ja, manchmal. Da hat mal jemand mitgedacht. Super. Manchmal denke ich mit. Wir haben aber noch einen Sachverständigen eingeladen. Ah, Herr Held. Herr Held. Und wir gucken mal, was wir mit dem Spülkasten, wie wir das besprochen haben, anstellen können. Herr Held von der Handwerkskammer macht den Dichtungsring unserer Spülung spröde. Um das WC zu reparieren, müsste man also nur den Ring austauschen. Und das kostet maximal 70 Euro. Ob da gleich höhere Preise aufgerufen werden? So, und ich bin auch präpariert. Dankeschön, Susanne. Und wie sieht's hinten bei mir aus? Ja, du siehst doch aus. So. Also, was muss ich sagen, wenn sie jetzt anruft? Der klassische Fall, dass der Spülkasten einfach durchläuft. Genau. Man hat also einmal gedrückt und es hört nicht auf zu laufen. Gut. Das reicht eigentlich als das Angabe. Reicht, ja. Jetzt ist die Frage, kriegst du das hin? Ja. Gut, diese Mütze macht mich ganz wuschig. Also gut, dann ruf mal jetzt an. Tja, die Auswahl ist groß. Na dann? Einfach auf gut Glück, ne? Ich habe folgendes Problem. Meine Toilettenspülung läuft permanent. Ich telefoniere eine ganze Liste ab. Über eine versteckte Kamera wird Wolfgang die Reparaturarbeiten mit unserem Sachverständigen beobachten. Der überwacht, ob auch alles fachlich korrekt abläuft. Guten Tag. Da ist der Erste. So, was macht er? Jetzt guckt er. Jetzt fasst er da rein. Ja. Was machen die denn da? Die Ablaufdichtung ist defekt. Wir haben ein ganzes Etui dabei. Ja, ich versuche mir das Richtige dabei zu haben. Ah ja, das sieht doch gut aus. Und wie teuer wird das? Ach, das wird ganz schön teuer. Ja, wieso? Ja, so. Einfach so. Ja. Ist eben so. Wenn man im Restaurant schon essen geht, ist auch ganz schön teuer, ne? Richtig? Sie haben mir aber nicht verraten, wie teuer das denn jetzt wird. Ach so, zahlen Sie direkt? Geht auch eine Rechnung? Müsste ja eigentlich gehen, ja, ne? Kann man auch machen. 50 bis 70 Euro am Ende. Wer mehr? Super. Sie haben mir immer noch nicht den Preis verraten. Unter 100 Euro wird er liegen. Naja, aber wo steht denn der Preis? Ich kann doch nicht unterschreiben, bevor der Preis da steht. Ach so. Der Preis. Ja, das ist ja, wenn Sie jetzt bar bezahlen würden, dann würde ich jetzt in der Firma anrufen und den Preis einzeln rausfragen. Ja. Ne? Und wenn Sie nicht bar zahlen, dann kriegen Sie die Rechnung zugeschickt. Ah, Sie garantieren mir unter 100 Euro. Ja, auf jeden Fall. Eine Rechnung ist zwar nie gekommen, aber sie hätte, wenn überhaupt, nicht viel höher über dem Preis gelegen, den unser Gutachter genannt hat, nämlich 50 bis 70 Euro. Hier kommt Proband Nummer 2. Er hat das Problem schnell erkannt. Kastendichtung. Kaputt. Ach, dieser Ring? Brauchen Sie einen neuen Ring dafür? Ja. Markenhersteller. Da kriege ich alles an Ersatzteilen für. Da gibt's nicht einen Ring, der überall passt? Nee, gibt's nicht. Ach so. Der andere hatte natürlich deutlich bessere Karten, weil er hatte sich vorbereitet. Ja. Ist das dann mit dem Austauschen? Ja, das ist schnell gemacht. Sie sehen ja, wie schnell das rausgenommen ist. Nur ich muss einen kriegen, ne? Und wie teuer ist dann dieser Austausch? Weil der Ring ist ja bestimmt... Der Ring ist... Brauchen Sie denn eine Rechnung darüber? Nein, kommt drauf an, wie viel das jetzt wird mit dem Austausch. Geben Sie mir 30 Euro, dann ist gut. Ja. Ansonsten hätten Sie zweimal Anfahrt, angefangene Stunde. Sehr günstig, aber das ist dann halt schwarz und nicht gerade legal. Und weiter geht's. Sie wissen, worum es geht? Abfluss? Nicht ganz. Die Spülung von der Toilette läuft die ganze Zeit. Schauen Sie mal. Sehen Sie da? Bis jetzt ist alles noch in Ordnung? Ja.
Ich guck mal hier. Trotzdem ist eingestellt. So. Das ist so ein kleines Steinchen hier. Das war's auch schon. Steinchen? Ja, so eine Kalkablagerung halt. Wie eine Kaffeemaschine. Ach so, die über Jahre kann sich... Genau, das ist so eine Schicht, dann ist sie nicht mehr so glatt. An einigen Stellen haben wir etwas mehr, an anderen Stellen etwas weniger. Das ist so eine Unebenheit. Und dann... Das ist richtig. Also das kenne ich nicht, die Geschichte. Ob die Märchensteuer kostet? So. Aha. Ja? Ja, schauen wir mal hier. Ja? Die Ringlichtung ist kaputt. Was ist das? Ach, das hier. Dichtet das ab, ja? Ja, das ist kaputt. Ah, wie kommt denn das? Das wird porös durch das Wasser. Ja, wo kriegen wir das und die Uhrzeit jetzt noch her? Dann gehe ich mal draußen gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Haben Sie das da, ja. Ne? Der guckt wohl nach einer Dichtung, weißt du? Der guckt nach einer Dichtung. Eine Dichtung wäre in Ordnung, aber bleibt's dabei? Im schlimmsten Fall, sagen wir mal, wenn ich den nicht bekomme, weil das ist hier zum Einstecken. Ich weiß jetzt nicht, ob es den überhaupt noch gibt. Ich muss einfach mal schauen. Sie meinen, Sie wissen nicht, ob es diesen einzelnen Ring gibt? Den einzelnen Ring, den kriegen wir so nicht drauf. Ich habe schon probiert, das wird aber nichts. Ich muss das hier komplett einsetzen, verstehen Sie? Neu. Und wenn Sie den Ring nicht haben, dann das ganze Ding? Also, dann muss man noch eine Stufe höher gehen. Wenn wir das Ding nicht haben, dann einen neuen Spülkasten. Einen ganzen Spülkasten? Nein, nein. Da kann die Dichtung wechseln. Ja. Das ist ganz eindeutig so und die gibt es auch. Ich muss es holen. Es ist hier um die Ecke. Ja. Ja? Bevor der jetzt einen neuen Spülkasten kauft, fragen wir mal nach, warum er das überhaupt machen will. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo. Ich bin Wolfgang Trepper, von ZDF Neo. Wie schön. Und das ist unser Experte. Wir haben uns mal angeguckt, wie Sie das reparieren wollen und was Sie da herausgefunden haben. Woran liegt es denn nun? Also, dieser Gummiring hier ist kaputt. Ja. Ich versuche den jetzt komplett neu zu kriegen. Und wenn ich den nicht kriege, dann hole ich halt einen kompletten Spülkasten. Was sagen Sie dazu? Also den Ring gibt es mit Sicherheit, ne? Weil das ja ein gebräuchliches Teil ist. Wenn ich es kriege, dann halt nur, wie ich eben gesagt habe. Ich habe den Bammel davor, wenn ich den abziehe und anschließend den neuen draufziehe, dass ich das vielleicht ein bisschen kaputt mache, dann tropft es in ein paar Wochen schon wieder durch. Ja. Ich will dem Kollegen jetzt nichts unterstellen, glaube aber, dass der unserer lieben Anastasia einfach einen neuen Spülkasten aufschwatzen wollte. Da sagen wir, nein danke. Der erste Handwerker war also okay. Die Reparatur hätte mit unter 100 Euro im Rahmen gelegen. Der zweite hat nur 30 Euro verlangt, allerdings schwarz. Und der dritte hätte uns wahrscheinlich übers Ohr hauen wollen. Allein ein neuer Spülkasten kostet um die 100 Euro. Und dann wären auch noch die Montagekosten draufgekommen. Einer von dreien war also ein Griff ins Klo. So, jetzt mal die Tipps für den Endverbraucher. Sagen wir mal, irgendetwas ist jetzt im Haushalt nicht in Ordnung und man ruft den Klempner. Worauf muss man achten? Möglichst klare Ansagen machen, ja. Und wenn man ein bisschen Hintergrundwissen hat, dann ruhig noch sagen, und das ist das und das Fabrikat. Dann kann schon am Telefon, ne? Ja, dann kann er sich ein bisschen drauf einschießen, hat die Möglichkeit, zum Beispiel einen Ersatzteil vorzuhalten. Die Anfahrten sind für alle Parteien am fairsten so verteilt, dass man, ja, um diesen Betrieb, wenn er zum Beispiel in der Innenstadt von Köln angesiedelt ist, dass da in Kreisen eine immer größer werdende Entfernung eingetragen wird. Und anhand dieser Entfernungsskalen kann man dann sagen, 10, 15, 25 Euro für die Anfahrt. Wenn man sich betrogen fühlt? Also grundsätzlich die Verbraucherzentralen oder die Handwerkskammern helfen einem weiter. Die nennen einen Sachverständigen oder kennen ähnliche Sachverhalte. Gerade die Verbraucherstellen, die haben ähnliche Sachverhalte und geben dann Tipps. Ja, die Handwerkskammer kann dafür sorgen, dass ein eine von der Handwerkskammer öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger dazukommt und der dann die Sache eben beurteilt. Also erstmal nicht zahlen oder zahlen? Nicht unbedingt sofort Cash zahlen, sondern wirklich sich eine Rechnung schicken lassen. Die kann man in Ruhe prüfen und nochmal zum Beispiel eine Verbraucherzentrale drauf gucken lassen oder sich bei der Handwerkskammer melden. Aber dann hat man etwas Schriftliches und diese Zeitverzögerung bringt einem Sicherheit. Wunderbar. Herr Held trägt seinen Nachnamen wirklich zurecht. Und heute Nacht ist mir noch etwas in unserem Büro eingefallen, das dringend repariert werden muss. Der Drucker. Funktioniert irgendwie nicht. Man sieht auch nichts. Was machst du? Wir haben so viel über Handwerker geredet, da ist mir der kaputte Drucker wieder eingefallen, den du kaputt gemacht hast. Der läuft ja seit
Monaten nicht mehr. Naja, aber wenn er kaputt ist, kann man ihn doch bestimmt auch reparieren, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht muss man da auch, wie bei den Handwerkern, genau aufpassen und vorsichtig sein, an wen man sich überhaupt wendet, bevor man da was reparieren lässt. Ach, lass mich mal, ich kümmere mich mal darum. Ach du Heiland, komm, das haben wir schon kaputt gekriegt. Wir schließen den jetzt hier an den Laptop an. Ist das alles drin? Ja. Steckt doch alles, ja. Ja, und dann? So, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Du zeigst mir, wie das geht? Ja. Hier, technischer Support. Mhm. Da steht, die Lebensdauer einiger Druckerteile ist abgelaufen. Nähere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation zu Ihrem Drucker. Wartung erforderlich. Die Dokumentation habe ich nicht mehr, die verwahre ich doch nicht. Was soll das denn heißen, Lebensdauer ist abgelaufen? Ist das Altersdiskriminierung bei Druckern oder wie ist das? Nach 3-4 Jahren kann das doch gar nicht sein. Ja, das muss doch länger halten als 3-4 Jahre. Ich glaube, es hackt. Weißt du was, wir rufen da einfach mal an. Die werden uns ja wohl sagen können, was das zu bedeuten hat. Ja, und dann? Dann werden wir weitersehen. So. Guten Tag, Drucker-Hotline. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag, mein Name ist Zamponidis. Ich habe einen Drucker und der hat den Geist aufgegeben. Einfach so von heute auf morgen. Und es kommt eine Fehlermeldung. Und da steht, Wartung erforderlich. Lebensdauer einiger Druckerteile ist erreicht. Und ich möchte jetzt natürlich gerne den Drucker warten. Wie kann ich das machen? Könnten Sie mir ganz kurz verraten, welches Modell das ist? Sicher. Klar, das Modell anzeigen ist das Einzige, was der Drucker noch kann. Moment, ich glaube, da muss ich noch mal kurz nachschauen, ob das Gerät noch auf der Wartungsliste steht. Leider nicht mehr. Was bedeutet das? Das können wir nicht mehr warten. Was raten Sie mir denn? Heißt das, ich muss mir jetzt einen neuen kaufen, oder wie? Eigentlich schon, ja. Ja, das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit nach 3-4 Jahren, oder? Das sind Anordnungen, die wir bekommen haben, die wir erhalten. Wir können diese firmeninternen Entscheidungen leider auch nicht beeinflussen. Gut, dann bedanke ich mich erstmal für die Auskunft. Ich weine im Herzen, im Innern, aber wir können ja anscheinend nichts anderes machen. Ja. Gegen die Unternehmensentscheidung, dass die Dinger nach 3-4 Jahren kaputt gehen, kann sie leider nichts machen. Nee. Ja, das ist ja System. Die ganzen Geräte, die funktionieren ja immer nur gerade so lange, wie sie halten müssen. Kannst du gucken, wo du willst. Drucker, Handys, Fernseher, Kühlschrank, alles gibt nach ein paar Jahren den Geist auf. Von heute auf morgen sind die Dinger kaputt. Als würde die Industrie das absichtlich hindrehen, dass die Dinger kaputt gehen müssen. Na, das klingt mir jetzt alles so ein bisschen nach Verschwörungstheorie und du bist natürlich wieder Feuer und Flamme dafür. Das ist auch so, das stimmt irgendwas nicht. Ich guck jetzt mal im Internet nach, ob ich sowas finde. Und dann können wir uns weiter unterhalten. Ja, mach das mal. Und ich gehe einfach mal raus und befrage die Leute. Nein, ich werde die Leute mal befragen, was die dazu sagen. Ob die Geräte früher wirklich länger gehalten haben oder was die für Erfahrungen haben. Ja, dann mach mal. Ja, okay. Und ich suche hier. Gut, dann bis später. Und vergiss nicht, einen neuen Drucker zu kaufen. Den hast du kaputt gemacht. Ja, wenn ich das nötige Kleingeld finde. Kleingeld. Furchtbar. In einer späteren Stellungnahme schreibt uns der Hersteller unseres Druckers, diese Wartungsmeldung ist ein wichtiges Sicherheitsfeature zum Schutz des Kunden. Wird die Wartung nicht durchgeführt, kann im ungünstigsten Fall Tinte auslaufen und das Umfeld wie Möbel oder Teppiche beschmutzen. Möbel, so sehr zuvorkommt. Nee, also das glaube ich mal nicht. Ich sammle erstmal Erfahrungswerte zum Thema Haltbarkeit von Elektrogeräten beim Wertstoffhof. Heute kürzere Lebenszeit technischer Geräte. 3,78 Millionen Treffer. Na, da habe ich ja einiges vor. Haben Elektrogeräte ein eingebautes Verfallsdatum? Darüber möchte ich mehr erfahren. Wir können ja auch selber eine Frage stellen, aus der sich dann ein Gespräch ergibt. Vielleicht meldet sich ja jemand, der die Erfahrung gemacht hat. Elektrogeräte dürfen ja nicht in den Hausmüll und müssen deshalb beim Wertstoffhof abgegeben werden. Hier kennt man bestimmt die Lebensdauer solcher Geräte. Wie lange braucht man eigentlich, um so einen Container voll mit Elektrogeräten zu bekommen? Ja, in der Regel so circa eine Woche, manchmal auch zweimal die Woche. Wir reden da so ungefähr von 3-4 Tonnen pro Container. Also da kommt pro Woche schon mal ein Container zusammen? Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also Minimum ein Container. Was bringen denn die Leute hierher? Grundsätzlich wird hier alles angeliefert. Also bis zur elektrischen Zahnbürste, bis zum Rasenmäher, wie man dort sieht. Ne? Also grundsätzlich, die Palette ist ziemlich bunt gemischt. Ne? Kann es sein, dass mehr
neuere Geräte hergebracht werden als vielleicht noch vor 20 Jahren? Wo ein bisschen der Boom war mit den Flachbildschirmen, wo man drüben auch sieht, dass wirklich viele Bildröhren da sind, die auch dann auch noch funktionstüchtig sind. Ne? Am besten frage ich hier mal direkt ein paar Leute, warum sie die Sachen wegwerfen. Guten Tag, der Herr. Was bringen Sie denn hier Schönes her? Ja, Büro wird leer geräumt. Alter Schrott, Computerschrott. Ah, also Computer, Fernseher vielleicht noch? Drucker oder sowas. Und sind die Sachen kaputt? Die sind defekt, ja. Wie alt sind die denn? Der gehört eigentlich ins Museum. Der andere ist, glaube ich, 4 Jahre alt. Aber ist doch Wegwerf. So, ja. Ist nichts mehr dran zu reparieren. Na, hatten Sie denn schon mal privat, selbst persönlich was gekauft, was neu war und doch schnell kaputt gegangen ist? Richtig. Zum Beispiel? Preiswerte Handys. Ja. Ja, Unterhaltungselektronik. Und die gehen schnell kaputt? Ja, da ist so eine Sollbruchstelle drin. Ah, was ist das? Ja, ist wie beim Auto. Man sagt das so. Ja. Irgendwie bei 100.000 kommt der Knick. Meinen Sie, da hat jemand was geschraubt? Ja, natürlich. Die könnten noch Geräte bauen, die ewig halten. Ja. Aber das ist nicht im Sinne des Erfinders. Damit man wieder kauft und richtig. Geld ausgibt. Richtig. Interessant. Diese Theorie muss ich verfolgen. Hatten Sie denn schon mal ein Gerät, was ganz schnell kaputt gegangen ist? Ja, nach 2 Jahren, wenn die Garantie abläuft schon mal. Was? Hatte ich auch schon mal. Aber gut, ich hoffe nur, dass sie immer lange halten. Das ist aber ein komischer Zufall, dass direkt nach der Garantie... Das hatte ich schon. Das war nach 2 Jahren dann kaputt. Exakt so 2 Tage nach dem Garantiefall. Die Pilgerwanderung der enttäuschten Konsumer spricht Bände. Neu aussehende Geräte sind plötzlich und viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Was habe ich heute alles gesehen? Alte Computer, Tastaturen, Orgeln, Staubsauger, Toaster und vieles, vieles mehr. Ich habe alles gesehen. Aber ist das wirklich Zufall, wenn ein Gerät nach Ablauf der Garantie kaputt geht? Dazu gibt's doch bestimmt seriöse Untersuchungen. Ich guck mal. Hier habe ich doch einen Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit der Langlebigkeit von Produkten befasst hat. So, Professor Kreis, ich komme. Auf nach Aalen. Hoffentlich hält mein Auto noch so lange. Ich treffe an der Hochschule Aalen Professor Kreis. Er ist überzeugt, dass die Elektroindustrie absichtlich die Lebensdauer von Geräten verkürzt. Das ist kein Zufall. Die Unternehmen müssen bestimmte Gewinne vorweisen. Und wenn man die Haltbarkeit der Produkte ein bisschen kürzer macht, dann kann man dadurch den Gewinn ein bisschen höher machen. Also das ist jetzt die Motivation dahinter. Ja. Die Hersteller sagen sich, wir leben davon, dass Menschen konsumieren. Und wenn unser Gerät 50 Jahre hält, dann haben wir nichts davon. Genau, wenn die Produkte in Wirklichkeit, sagen wir mal, 6 Jahre halten könnten und sie halten aber nur 3 Jahre, dann müssen wir einfach doppelt so viel arbeiten. Also das ist eigentlich vollkommen unklug und unökonomisch. Zugeben dürfen das die Hersteller im Prinzip niemals, denn das ist viel zu gefährlich. Das heißt, es ist so ein offenes Geheimnis quasi in der Wirtschaftsszene. Halb offen. Die Kunden würden so eine Firma wahrscheinlich boykottieren. Herr Kreis hat noch ein besonders erhellendes Beispiel. Es gibt ja auch manifeste Beweise, dass das wirklich stattgefunden hat. Aus der Geschichte gab es zum Beispiel mal das Glühlampenkartell 1924. Und da war Vorgabe, die Haltbarkeit der Glühfäden von 2.500 Stunden, die sie damals gebrannt haben, auf 1.000 Stunden zu reduzieren. Die meisten Glühbirnen haben in den 20er Jahren etwa 2.500 Stunden Brenndauer gehabt. Es gibt aber einzelne Birnchen, die tatsächlich scheinbar ewig brennen. Es gibt hier eine Livecam aus Kalifornien, da gibt es eine Feuerwache. Und dort ist eine Glühbirne, die brennt dort seit 1901. Das ist nicht ununterbrochen, ja. Über 100 Jahre, das ist ja dann quasi der Beweis. Dass Glühbirnen heutzutage manipuliert werden, damit sie nicht so lange brennen. Die Haltbarkeit ist wirklich künstlich auf 1.000 Stunden verkürzt worden. Wie sieht es mit anderen Produkten aus? Toaster, Kaffeemaschine oder Drucker? Ja, es gibt viele Produkte, wo das so ist, weil der Anreiz in der Industrie einfach sehr groß ist. Je kürzer das Produkt hält, umso schneller muss der Kunde wieder das erwerben. Das bringt den Umsatz hoch. Und wenn ich
Bauteile verwende, die ein bisschen billiger sind, dann gehen meine Kosten runter und auch mein Gewinn steigt auch. Also es gibt einen Anreiz in der Industrie, das zu tun. Das ist ein großes Unrecht, was da gemacht wird, wo wir alle als Konsumenten über Jahrzehnte dazu gezwungen wurden, schlechtere Ware zu kaufen, als es eigentlich möglich wäre. Und man kann es auch nachweisen. Aber man könnte dann schon von so einem eingebauten Verfallsdatum sprechen. So mit statistischer Wahrscheinlichkeit in dem und dem Zeitraum müsste das den Geist aufgeben, das mit Sicherheit. Man nennt es eben geplanten Verschleiß oder geplante Obsoleszenz. Also es wird geplant, dass die Dinge weniger lang halten, als sie eigentlich halten könnten. Ist das denn legal? Darf man das als Hersteller? Nein, das ist nicht legal. Da gibt es entweder nach BGB oder nach Strafrecht. Wäre sogar Betrug, wenn man es nachweisen könnte. Es gibt aber meines Wissens da keine anhängigen Fälle. Also die Rechtsprechung hat diesen Tatbestand jetzt noch nicht ernsthaft erfasst, ist mein Eindruck als Ökonom. Ich bin ja kein Jurist. Wenn man es nachweisen könnte, wäre es Beschiss. Dankeschön. Viel Spaß bei der nächsten Vorlesung. Ne? Danke. Danke auch. Tschüss. Wiedersehen. Das neue Wissen will geteilt werden. Sofort. Ja. Ja, hallo, ich bin's. Jetzt halt dich fest, du hattest gar nicht mal so Unrecht mit deiner Annahme. Es gibt so etwas wie eine geplante Obsoleszenz. Davon hast du bestimmt auch noch nie gehört, oder? Von wegen, alles für die Ewigkeit. Ich finde, wir sollten definitiv etwas tun an dieser Stelle. Wir müssen den Verbraucher aufklären. Das können wir einfach nicht so stehen lassen, oder? Also ich werde jetzt Fluchblätter machen lassen. Ich kümmere mich darum. Spatzel! Oh. Hier ist er. Guck hier. Das habe ich machen lassen. Ist das toll oder ist das nicht toll? Da steht alles drauf, was wir rausgekriegt haben. Also, gentechnische Geräte immer schneller kaputt. Fakt ist, technisch wäre eine wesentlich längere Lebensdauer bei so manchen Geräten durchaus möglich. Den Vorteil hat die Industrie, denn was früher kaputt geht, muss häufiger ersetzt werden. Auf geht's! Wir postieren uns vor einem großen Elektronikmarkt. Der Verbraucher muss aufgeklärt werden, damit er als Wähler Druck auf die Politik ausüben kann. Wir sagen dem Kunden, dass manche Waren womöglich absichtlich früher kaputt gehen. Warum glauben Sie, ist das so? Ja, damit mehr gekauft wird natürlich. Um was geht es sonst, ne? Mir ist aufgefallen, dass immer weniger repariert wird. Welchen Grund vermuten Sie da? Naja, im Prinzip geht es ja schon irgendwie darum, Geld zu machen. Aber ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass elektronische Geräte heutzutage schneller kaputt gehen als früher? Ja. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich mein Telefon... Das geht nämlich auch kaputt. Ja, aber wir reparieren das, wir kaufen kein neues. Sehr gut. Würden Sie bitte das Gelände verlassen? Wieso? Das ist Privatgrundstück. Kamera aus. Bis wo ist denn das Gelände? Bis hierhin. Und da? Hier unterm Dach haben Sie nichts verloren. Aha, Aufklärung findet man hier nicht so geil. Der hat uns gleich verscheucht vom Privatgrundstück. Der wird wissen, warum. Ja. So, alles erledigt. Oh, da fällt mir ein. Bei der ganzen Aufklärungsarbeit hätte ich ja glatt unseren Drucker vergessen. Der funktioniert nämlich immer noch nicht. Haha, da habe ich auch noch was vorbereitet. Und da wirst du dich umgucken. Komm mal mit, das wird richtig interessant. Okay. So, mitkommen. Morgen bringe ich das Gerät nämlich in eine verdammt gute Klinik. Na, also ob sie den Drucker hier noch mal reparieren können, ich weiß nicht. Der ist doch kaputt. Wenn der noch mal ans Leben kommt, wenn den jemand repariert, dann hier. Hier sitzen die Experten. Das sind alles Leute, die tüfteln, basteln und machen an diesen Dingern rum. Und deswegen heißen die auch Dingfabrik. Solche kleinen Werkstätten werden gerade nämlich immer mehr zum Trend. Leute kommen zusammen und reparieren alle möglichen Elektrogeräte. So wird der Obsoleszenz in den Allerwertesten getreten. Gucken Sie sich doch auch mal in Ihrer Stadt nach so einem Ort um. Wir treffen den Vorsitzenden. Dieses Ding ist tot. Und es wäre schön, wenn Sie dem noch mal Leben einhauchen. Man kriegt ihn nicht mehr repariert, sagt der Hersteller. Na ja, dann schauen wir doch mal, was wir da finden. Grundsätzlich ist ja so ein beliebtes Problem immer, dass dieser sogenannte Waste-Encounter Probleme macht. Ja, da habe ich auch schon von gehört. Was ist das? Genau, da geht es darum, dass der Drucker immer schön mitzählt, wenn er druckt. Ja. Und nach einer Zeit glaubt er, sein Resttintenbehälter, da wo immer die Druckkopfreinigung reinläuft, sei voll. Und dann geht er auf Störung. Und die Hersteller haben das ganz geschickt gemacht. Von Modell zu Modell ändern die jedes Mal die Strategie, wie man den wieder zurücksetzen kann. Und das, was wir jetzt machen, ist, wir öffnen den Drucker, schauen rein, ob der Behälter wirklich voll ist. Wenn er voll ist, dann tauschen wir das Schwämmchen, was da drin ist. Und dann müssen wir noch diesen Zähler zurücksetzen. Das heißt, die Hersteller setzen da von vornherein eine Anzahl von ausgedruckten Seiten ein. Und egal, ob das Ding kaputt ist oder nicht, der bleibt dann stehen. Der geht dann auf Störung. Das haben Sie also schon oft erlebt so? Das kommt regelmäßig vor, ja. In einer weiteren Stellungnahme des Druckerherstellers heißt es allerdings, es ist von keine Lebensdauer der Drucker programmiert.
legt Wert auf eine lange Funktionsfähigkeit der Produkte. Gut, dann öffnen wir doch mal. Da bin ich gespannt. Also grundsätzlich müssen wir mal schauen, wo das Teil denn sitzen könnte. Meistens sitzt es halt hier im Bereich von dem Druckkopf. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir an die Stelle drankommen können und welche Schrauben wir dafür lösen müssen. Kann auch immer passieren, dass man ein paar zu viel löst, aber man kriegt es hinterher auch immer wieder zusammen. Wahrscheinlich drohen die Hersteller deshalb mit Garantieverlust, wenn man die Geräte öffnet. Geht doch. Und das da sieht doch schon sehr gut aus. Was das ist dieser Schwamm. Schwamm, Tintenschwamm? Genau, das sieht sehr nach dem Tintenschwamm aus. Und wie sieht der aus? Was sagen Sie? Vollgesogen? Naja, also mir läuft keine Flüssigkeit entgegen, ne? Also scheint der technische Defekt eher ein programmierter zu sein. So, und einmal den Schwamm austauschen. War's das jetzt wirklich? Sieht aus wie neu. Aber lehnt er sich auch gegen seine Hersteller auf? Also Strom hat er. Fehlermeldung ist auch noch da. Jetzt können wir den einmal überprüfen lassen. Da sagt er halt, dass er die 16.215 Mal gezählt hat, aber nur 16.200 Mal maximal erreicht werden dürfen. Das müssen wir jetzt auf 0 zurücksetzen. Jetzt klingt alles wie ein Tannenbaum. Es scheint jetzt startbereit wieder zu sein. Probieren wir es doch mal aus. Gott, ist das aufregend. Ja, ich bin sehr zufrieden mit mir. Ja, ich mit Herrn Speckmann auch. No. Hat funktioniert. Es wunderbar. Hat funktioniert. Großartig. Das ist unglaublich. Er war also nicht wirklich kaputt. Nee. Also man sieht, nicht alles, was man nicht funktioniert, muss man sofort wegschmeißen. Aber wir halten uns ja auch dran. Du bist ja auch noch bei uns beschäftigt. Also, machen Sie nicht beim von der Industrie verordneten Wegwerfmarathon mit. Gehen Sie zu Tüftlern wie der Denkfabrik. Neu ist nicht immer gut. Außer es ist eine neue Folge von Da wird mir übel. Bis zum nächsten Mal.